Die Allianz Arena ist ein Traum für mich. Am schönsten finde ich es immer noch morgens, die Allianz Arena bei Sonnenaufgang, wenn dann einfach von Osten her diese ganze Allianz Arena golden schimmert. Und es ist ein bisschen kitschig, aber immer noch sehr schön. Wir haben mit flächendeckendes WLAN, was bis zu 100.000 Leute versorgt. Genauso wurde das LTE-Netz erweitert. Der Kick war wirklich, die neuen Video-Walls zu sehen, erstmals, wie es in den Betrieb ging. Das war wirklich ein Riesenunterschied. Und irgendwann kam der Tag X. Es war gigantisch. Ich hatte zum ersten Mal dieses scharfe, große Bild zu sehen. Ohne die Allianz Arena wäre die Erfolgsgeschichte der FC Bayern speziell in den letzten 10, 12 Jahren nicht möglich gewesen. Die Allianz Arena ist der Schlüssel für alles. Ein guter Greenkeeper fängt um 6 an. Also wenn es dem Rasen nicht gut geht, dann habe ich schlaflose Nächte. Aber es sind, das ist wirklich schlaflos. Der Geruch ist einfach traumhaft. Die Aussicht auf dem Dach der Allianz Arena ist gigantisch. Wow. Es ist unser Anspruch und der wird es bleiben, dass wir eines der besten Stadien dieser Welt betreiben wollen, ganz im Sinne des FC Bayern und seiner Fans. Der Spielertunnel ist für mich auf jeden Fall jedes Mal wieder ein Highlight. Man sieht auch erst relativ spät die Arena komplett. Und da kann man sich auch mal sehr gut reinversetzen, wie das für die Spieler ist, wenn die Arena dann gefüllt ist mit 75.000 Zuschauern. Das Stadion ist für uns ein Zuhause, das ist auch unser Wohnzimmer. Als kleiner Junge war es immer ein Ziel für mich, auch in so einem großen Stadion zu spielen. Ich liebe den Job als Torwart. Also ich glaube fest daran, auch an den Spruch, wer die Zukunft gestalten will, der muss seine Herkunft kennen. Die Werte des FC Bayern sind eigentlich die Tradition, zu hegen, zu pflegen, aber dementsprechend trotzdem die Moderne dabei nicht zu vergessen. Über das Thema Fußball hat man plötzlich die Aufmerksamkeit, kann über Themen sprechen wie Integration, Selbstvertrauen, aber auch generell Werte und Zusammenarbeit. Und dafür die Ausstellung zu nutzen, das macht uns eigentlich am meisten Spaß, weil wir da auch regelmäßig Gänsehautmomente bei der Arbeit haben. Mir ist es auch schon mal passiert, dass jemand geweint hat, weil es so schön war, weil die sich einfach so gefreut hat, dass sie mal hier ist. Und dann hat sie angefangen zu weinen vor Freude. Dieses Stadion ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist von der Infrastruktur her, glaube ich, das beste Stadion, das ich zumindest kenne. Die Allianz Arena hat es als eines der ersten Stadien geschafft, auch mit ihrer Architektur in völlig andere Sparten einzubrechen. Die Allianz Arena ist eine sehr große Event-Location, die von vielen Firmen, Privatpersonen für Feiern, Meetings, Hochzeiten, Heiratsanträge werden ja alles schon genutzt wird. Zwischen den Spieltagen hier ständig was los. Die Vorteile des Live-Cookings sind, dass der Gast mit im Geschehen ist. Wir sind mittlerweile eine 365-Tage-Arena. Die Allianz Arena ist nicht nur ein Fußballstadion, da legen wir ganz großen Wert drauf.